jeden zweiten Try in die letzte Phase, dann wird es nicht mehr allzu Ja. lange dauern. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass man das aus dem Zehner hat und sehr gut die letzte Phase kennt. Und die Valkyrien-Phase ist im Vergleich zum Zehner doch nochmal So krasser, weil man anders. im Zehner diese Valkyrien in der Luft komplett ignorieren kann. Also die sind eigentlich völlig Ja, Wurst. die Und machen in nichts. 25 sind die halt. Da haben wir halt eine Woche für gebraucht, um da irgendwie jetzt die richtige Lösung zu bekommen. Töten wir die? Oder was machen wir da? Nehmen wir dann Frost-DK, der irgendwie eine Skillung dafür hat, um die irgendwie zu tanken? Oder am Ende haben wir halt das mit unserem zweiten Tank gemacht. Weil das Einfach war halt ein der richtiges Problem, Paladin. was im Zehner nicht dazukommt. Das stimmt natürlich. Deswegen, also unterscheidet sich der Encounter vor allen Dingen durch die Phase 2 vom 10er, ja. Weil den haben ja im 10er schon einige Gilden down. Genau. Okay. Was noch ein bisschen anders ist als im Normal Mode, ist, wenn jemand in dieser Harvest Soul Raum stirbt, ist ja im Normal Mode, dass er Ja. irgendwie so für 15 Sekunden, ich glaube, 100% mehr Schaden macht. Richtig, ja. Was jetzt nicht so schlimm ist. Und im Hard Mode ist halt so, dass er für jeden Spieler, der tot ist, 500% mehr. Also wenn da einer stirbt, dann ist der Tank auf jeden Fall tot. Okay, Und ja. der Boss wird auch extrem riesig. Ich habe da so ein Video bei YouTube hochgeladen, wo 15 Leute gestorben sind und dann ist der Boss einfach extrem riesig gemacht. Also ich glaube, ich habe 100 Millionen Hit von dem bekommen. Oh Mann. Und das dann Das ist auch noch ein bisschen extrem groß, unverzeihlicher. ja. Das ist natürlich schick. Du bist aber auch eine Stoffklasse, ne? Ja, Aber braucht man da dementsprechend ist jetzt halt dann auch dann. die Anspannung, diesen Ein Spirit zu mächtiger sehen, Druide da nimmt kann halt am das. meisten passieren. Bestimmt, ja. Mit 30% Buff war er ja auch nicht. Ja, Leider nimmt es auch kein Druide. erwartet ihr jetzt noch sehr viele Kills in naher Zukunft oder meint ihr jetzt, wo Insidia es geschafft hat, wird erstmal wieder Ruhe sein? Diese Ich Woche denke weiß mal, es nicht. fünf Ich kommen nächste schon noch Woche. mindestens. Ja, ich denke Aber nächste ich Woche denke vielleicht auch mal, so fünf. zu viele Gilden versuchen den auch gar nicht. Ich denke mal, mehr als 100 Gilden werden nicht den Boss versuchen, weil Na, das das nicht auf so jeden Fall hart ist, dass nicht, ja. man da nicht so die riesige Aussicht hat. Ja, das stimmt wohl. Da gehe ich auch von aus, dass es nicht so viele sein werden. Ja, und welche deutsche Gilde wird es als zweite schaffen? Ihre Audi. Okay. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja. Drückt ihr auch die Daumen oder ist nur so eine Vermutung? Ich drücke denen Quasi die einer Daumen, keinen. ja. Ich kenne auch noch Eine. keinen, aber am Wochenende lerne ich ein Ah, paar kennen. okay. Ja, kann ja sein, das ist eine Gildenfreundschaft quasi. Ich meine, ihr seid ja auch beide zusammen immer sehr nett in der WoW-Nacht. Das hört sich auf jeden Fall zumindest alles relativ freundlich an, so das Miteinander. Die sagten auch, dass Die sie euch von die Daumen ihrer drücken. Audi, die kommen immer sehr sympathisch rüber. Ja, kann ich auch nur so sagen. Ja, Gibt dann. Leute, die kommen halt nicht so sympathisch rüber. Wir wollen mal hier keine Ich Namen nenne keine Namen. von Gilden, ja. Sonst heißt es wieder, wir würden Refuge Flame oder ach, war jetzt nur zufällig Die bemerkt. meinte ich nicht. Nein, 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 nein. Ich Nein, die weiß, meinte die ich wirklich nicht. Affenjungs. Was? Ich habe ja nur Namen genannt. Ja, aber jetzt wollen wir nochmal vielleicht auf Greatshock Schwert eingehen, oder? Ich denke, das ist noch hier ein wichtiger Punkt. Du stehst ja schon quasi, ne? Gezückt damit da. Ich werde es auch mal, ja, so richtig einblenden. Blood Surge, Kel'Thuzad's Blade of Agony. Ist dein neues Schwert schon ziemlich Porno, oder? Sehr sexy, ja. Wer es geschafft Unterscheidet ihn? sich wenigstens auch mal richtig von den Normal Mode Waffen. Ja, sieht das im Normal Mode ganz anders aus? Weil es gibt's ja auch, ne? Es hat Einfach. dieselbe Form, aber es leuchtet blau. Ah, okay. Was ja schon mal mehr ist als alle anderen Ja. Normal Mode und Hard Mode Dinger, ne? Und was man ja sagen muss, es steht immer jetzt bei allen Hard Mode, ja, Lich King Waffen, so ein schicker Text darunter, ne? Jetzt in dem Fall, This World Will Burn. Ist ja. Das passt sehr gut zu meinem Fire Mage. Stimmt, ja. Aber Das es ist auf passt, jeden glaube ich, Fall. immer bei First Kills von einer Gilde. Also Paragon, die hatten ja diese komische Waffe, da stand dann irgendwas mit Paragon Ja, auch im irgendwas mit Text drin. Paragon, Und ich habe halt die schöne Waffe als Fire Mage. ja. Ja, und Grüße nochmal an Dex, der den Roll gegen mich verloren hat. Ah, okay. Und wer hat bei euch das schicke Mount bekommen? Ein Shadow Priest. Ein Shadow Der Priest. Treutastic. Den kennst du übrigens auch, Ja, ich der weiß, ja. Liquide siehst du bei euch. Ja. Aber ich dachte, ne, für die Leute hier muss man das ja auch nochmal klären. Ja, dann auf jeden Fall nochmal. Ich meine, wir sind jetzt hier, glaube ich, schon eine ganze Zeit. Das werde ich in mehrere Teile bei YouTube schneiden müssen. Aber hey, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich danke euch beiden. Auf jeden Fall schon mal für das Interview quasi. Und die Frage, möchtet ihr noch irgendwas loswerden an irgendjemanden?
Die Affenjungs. schaut euch unser Lichtking-Video vom Kill an. Da gibt es so ein paar neue Strategien in Phase 1, 3 und 5. Oh. 1, 3 Im und 5. Vergleich Das zum wird Tag, irgendwann das ist heute ein Nacht noch paar fertig. Aufstellungen anders. Ja, gut, aber ich muss das ja auch noch hier rendern, also es wird ja auch noch dauern. Auch wenn wir jetzt hier nur dumm rumstehen, aber wird das schon eine ganze Menge zu rendern sein. Ja, nee, danke auf Dann sind jeden wir schon Fall. fertig. Und schaut das Lichtking-Video an. Ich werde es hier in der Beschreibung auf jeden Fall auch noch verlinken. Ja, dann viel Erfolg am Freitag dann bei eurem Battle of the Best gegen Refuge, glaube ich, ne? Am Samstag ist das, Ach, ja. Samstag, okay. Entschuldigung. Ja, und dann vielleicht am Sonntag im Finale gegen ihre EAOD. Man weiß es nicht. Die haben ja ein schweres Wir haben Los. ansonsten noch mit Ja. SteelSeries 2 Live-Raids auch am Samstag und ansonsten auch auf der Roleplay Convention und vielleicht kommt ja der eine oder andere vorbei. Ja. Was werdet ihr? Sunwell hätte ich schon fast Icecrown. gesagt. Icecrown? So mit harten Mutz, ja. Kann man denn jetzt auch Sehr Lich King wahrscheinlich, live ja. sehen bei euch im Stream? Oder Da schauen wir mal. schaut da mal. Okay. Aber auf jeden Fall vorbeischauen bei dem Stream von FTA. Ja, dann wie gesagt, danke euch und danke auch viermal. Oh, okay, nur noch einmal Great Shock. Für die Gerne. Antworten und vor allen Dingen. Oh, Arion ist gestorben. Ja, alles klar. Dann bis zur nächsten WoW-Nacht und wie gesagt, viel Erfolg am Freitag.